Letztes Wochenende hat in Bamberg ein neuer Hackerspace seine offizielle Eröffnung gehabt, und zwar der Backspace. Und die haben zu einem netten kleinen Event eingeladen, wo Hacker aus ganz Deutschland zusammengekommen sind zu Workshops, Vorträgen, Party, Sozialisation. Und auch wir haben eine kleine Delegation dorthin geschickt. Das ganze Event hieß Backspace Takeoff, und wir waren in einer geheimen Mission unterwegs, nämlich in der Mission Backspace Takeover. Angefangen hat das Ganze relativ harmlos. Wir sind halt die 274 Kilometer nach Bamberg gefahren. Wir sind übrigens primär gewesen erstmal Drati, der Tiefpunkt und ich. Wir sind in einem Auto gefahren. Olli, also Unicorn, kam dann später noch dazu, und einen Tag später kam unser Versorgungstrupp in Form von Inte, der dann das ganze Hardcore-Material noch mitgebracht hat. Und wir sind losgefahren, haben unser LED-Panel eingepackt, das eine, was funktioniert, haben unsere Kiste mit, ach, Verzeihung, ja. Unabhängig von uns ist auch noch Monika gekommen. Tut mir leid. Wie konnte ich das vergessen? Haben unsere Kiste mit Aufklebern und Postkarten geschnappt und sind nach Bamberg gefahren. In Bamberg angekommen, sind wir dann in so einem kleinen Hostel eingecheckt. Ihr müsst nicht auf die Wand hinter mir gucken, da kommen jetzt erstmal noch keine Fotos. War nicht geplant. Sind dann eingecheckt in unserem kleinen Hostel, in dem wir uns eingebucht haben. Und der nette Mann hat gefragt: Was macht ihr denn hier? Steht so an seinem Rechner. Was macht ihr hier? Und wir sagen: Ja, wir sind gekommen, um bei der Hackerspace-Eröffnung hier in Bamberg teilzunehmen. Und er kriegt einen ganz entsetzten Gesichtsausdruck. Hacker wackelt an seiner Maus rum, Rechner ist noch gesperrt, alles klar, und unterhält sich weiter mit uns. Da waren schon mal alle Klischees erfüllt. Ja, nicht nach, also nachdem er dann auch meinte, ob er sich Sorgen machen müsste, dass demnächst die CIA bei ihm klopft. Ja, und dann ging das eigentliche Event los. Wir sind dann halt hin zum Backspace, haben da erstmal unser LED-Panel aufgebaut, was gleich. Nein, den haben wir vorher schon bezahlt. Das ist halt auch so ein Thema. Es hat halt Eintritt gekostet. Es gab ein Gäste-WLAN. Es gibt Leute, die damit ein Problem hatten. Und wir haben gemerkt, dass es später noch mehr Sachen gab, die hier bei uns im Raumzeitlabor einfach anders laufen als im Backspace. Und da haben wir dann so ein bisschen missionarischen Eifer entwickelt. Und damit dann halt die Aktion Backspace Takeover gestartet. Am Anfang war das aber alles noch ganz harmlos. Wir haben unsere Kiste dahingestellt, wir haben das LED-Panel hingestellt. Das LED-Panel ist natürlich gleich gut angekommen. Hat sich dann auch ziemlich schnell bei YouTube wiedergefunden, ist getwittert worden. Unsere Aufkleber sind gut angekommen, weil der Backspace es leider versäumt hat, eigene Aufkleber zu produzieren, was natürlich ein fataler Fehler bei so einem Hacker-Event ist. Keine Backspace-Aufkleber fürs ThinkPad, naja. Und ja, dann gab es die Keynote. Und jetzt übergebe ich einfach mal, So. damit ich nicht alles selber erzähle. Okay. Ja, also Freitagabend, als wir dann im Backspace angekommen sind und unseren Kram so schön aufgebaut hatten, ging es los mit dieser Keynote, wo ja, dann schön erzählt wurde, was der Backspace so alles kann, warum er so toll ist und überhaupt. Und danach ging es dann ein bisschen gemütlich, so Socializing und so, und irgendwie nahm der Abend dann irgendwann auch mal sein Ende. Und am nächsten Tag ging der ganze Spaß von vorne wieder los. Bloß mit einem großen Unterschied. Inte ist gekommen und hat unsere 2 Quadratmeter Flagge dabei gehabt. Die dann ungefähr 5 Minuten später quer im Backspace hing, und zwar so, dass von den Mitgliedern keiner mehr an seinen Kram kam. Ja. Das war dann auch der erste Tweet, der über Twitter gegangen ist, der den Hashtag Backspace Takeover hatte. Ja, dann gab es erstmal Frühstück. Ich glaube, da gibt es ein Bild von, oder? Ja, es gab auch Omelette. Es war Prominenz da, der Herr Urbach und Tim Pritlove, die beide anscheinend sehr fasziniert von diesen Omelettes waren, die es da gab. Die auch erstaunlich gut waren. Die, ja, die leider nicht im Frühstück mit inbegriffen waren. Gut. Sie waren trotzdem lecker. Ja. Und dann ging es los mit den ersten Vorträgen.
und Workshops. Also es gab einen Vortrag und parallel immer zwei Workshops. Ich glaube, jeder Workshop ging 2 Stunden. Ein Vortrag ist ungefähr 1 Stunde. Ja. Danach war dann auch Mittagspause mit einer kleinen Stadtführung und dann der ganze Spaß nochmal. Und gegen Abend gab es dann irgendwie Party. Das gleiche wie vorher. Das Problem war, dass im Backspace blöderweise, da sind zwei Sachen zusammengekommen. Einmal, in Franken gibt es Bier, das nach Schinken schmeckt. Das ist schon mal episch gut. Schlenkerler und noch irgend so ein Spezial. Wir haben Proben dafür später. Also es gab Bier, das nach Schinken schmeckt, und Bier war billiger als Mate. Fatal. Zumindest für mich. Zum Glück hatte Unicorn Aspirin dabei. Dementsprechend gut fiel dann auch der nächste Morgen aus, an dem es zwar auch wieder Frühstück gab, aber wir dann danach einen kleinen Vortrag über das Raumzeitlabor gehalten haben, beziehungsweise Blabber es versucht hat. Ja, mit einem Kopf in der Größe unseres Konferenztisches. Ja, so in etwa. Und dann lief das Programm wieder ähnlich wie am Vortag. Es gab dann wieder eine Mittagspause und danach dann nochmal eine Feedbackrunde, auf der wir auch, die wir auch wieder ein wenig eingenommen haben. So gab's, es gab ein Pad für das Feedback, in das man hätte Feedback reinschreiben können, wo am Anfang noch stand Feedback zum Backspace Takeoff. 2 Minuten später stand da Feedback zur Raumzeitlaborparty. Lustigerweise sind die Jungs von Stratum 0 aus Braunschweig dann auch mit aufgesprungen und plötzlich war es die Stratum 0 Party. Wir waren nicht die einzigen, die getrollt haben. Dann munkelt man, dass sich Leute über die subtile Raumzeitlabor-Werbung beschwert haben. Ich glaube, es war Unicorn. Selbstreferenziell. ja, und dann war der Spaß auch schon fast wieder vorbei. Dann sind wir noch gemütlich essen gegangen. Und dann sind wir so langsam wieder heimgefahren. Und ja, also was man sagen kann, war, dass das Event eigentlich richtig geil war. Also es war eine ziemlich gute Stimmung eigentlich. Und vor allen Dingen gab es richtig gute Vorträge. Also der erste Vortrag, den wir geguckt haben, war irgendwie über evolutionäre Algorithmen, der sehr schön vorgetragen war. Und am zweiten Tag gab es einen wirklich großartigen Vortrag über die Analyse von RFID-Chips. Da könnte man jetzt eigentlich selber nochmal drüber erzählen und lachend unter den Tisch liegen. Machen wir aber nicht, weil die gute Chance besteht, dass dieser Vortrag nochmal auf der SIGINT kommt. Und da wollen wir nicht spoilern. Genau. Wollen wir jetzt nicht schon den Spaß vorwegnehmen. Wir haben noch einen Haufen Fotos, die wir jetzt hier nochmal so an die Wand schmeißen und vielleicht noch was zu erzählen wollen. Ja, wie gesagt, es gab halt T-Shirts ohne Namen. Dank unserer Stickmaschine hatten dann so ziemlich alle danach auch irgendwie Namen oder irgendwelche Grafiken mit drauf, weil Inter auch nochmal einen extra Workshop dafür gemacht hat. Es gab einen Urban Hacking Workshop. Also das, was man da sieht, ist, in Bamberg gibt es halt auch so eine Brücke, wo Liebespaare ihre Schlösser anbringen. Und das, was da passiert, ist Lockpicking. Das ist unser LED, kennt ihr ja. Da steht noch Take-Off da. Später hat das dann abgewechselt. Take-Off, Take-Over, Take-Off, Take-Over, Take-Off, Take-Over. Dann mal als nächstes, genau, das Backspace-Logo wurde dann auch mal gestickt. Es hat irgendwie, ich glaube, 40 Minuten gedauert, dieses ganze Logo irgendwie zu machen. Das ist, glaube ich, 10 mal 10 cm groß gewesen. Das heißt, es war dann, glaube ich, das einzige Mal, dass es irgendwie produziert zumindest wurde. Zumindest in der Größe. In der Größe, ja. Es gab eine Nixie-Clock, die ganz cool aussah. Ja. Und gibt es bestimmt, ja. Genau. Und ja, das war unsere besagte Fahne, die vor dem Mitgliederboxenregal dann irgendwie hing. Passiert. Und noch mehr Bilder. Ja, wir haben auch ein paar Masken mitgebracht. Und haben die unauffällig im Raum platziert. Ist ja bald Ostern. Das war der Versuch, unseren Takeover abzuwehren.
der natürlich nicht erfolgreich war. Hat nicht so ganz geklappt. Der hat am Ende auch noch eine Maske auf. Wir haben uns dann auch mal die Mühe gemacht, und das kann man jetzt hier nicht so gut erkennen, dieses Logo auf unser LED-Panel zu packen. Hat nicht so ganz geklappt. Aber gut, wir haben es versucht. Und ja, also wenn ihr wollt, könnten wir jetzt noch unsere wunderbare Präsentation, die wir da gehalten haben, mal so an die Wand befördern. Ja. Da müssen wir noch kurz ein bisschen Hintergrund zu nachliefern. Also wie gesagt, in dieser Keynote, also erstmal kam uns das schon komisch vor mit diesem Gäste-WLAN, was es da gab. In der Keynote wurde dann halt auch davon gesprochen, dass tatsächlich es so Alien-Dienstage gibt, so wie unsere offene Raumzeitlaborierung, dass aber nur an diesen Tagen tatsächlich Außenstehende geduldet oder eingeladen sind. Und wir haben halt gemerkt, dass die Kultur vom Backspace und von uns ein bisschen auseinanderläuft. Ist ja nicht schlimm, aber wir haben gedacht, okay, lass uns einfach mal irgendwie zeigen, wie wir das machen und ein bisschen in den Backspace reintragen. Und es gab noch so ein paar spontane Slots für Vorträge und da haben wir halt einen Present Your Local Hackerspace vorgeschlagen, der da auch akzeptiert worden ist. Dann haben wir das Raumzeitlabor vorgestellt und die Jungs aus Braunschweig danach dann noch den Stratum 0. Ja, und das war unsere Präsentation. Genau. Ja, also das ging dann damit los, dass wir einen kleinen Rundgang durch das Raumzeitlabor gemacht haben. Wir wollten ihn eigentlich live machen, aber dadurch, dass es, die Internetanbindung da nicht unbedingt so schnell war, vor allem mit was weiß ich wie vielen Leuten, die da waren, haben wir dann beschlossen, wir machen das Ganze doch nur mit Fotos. Silcher, der extra angereist ist, war davon nicht so begeistert, wie man sieht. Tja, die sparen wir euch jetzt, weil ich glaube, das haben wir nicht allzu viel von. Und dann haben wir liebevoll ein paar unserer Erfahrungen aus dem Raumzeitlabor präsentiert. Natürlich in Comic Sans. Und mit Rage Faces. Genau, wie sich das gehört. Wobei man sagen muss, diesen Teil hat halt Unicorn vorgetragen in seiner unvergleichlichen Art. Wir können das nur imitieren. Ich glaube, da kommen wir nicht so ganz dran. Aber fangen wir mal an mit Zusammenleben und Arbeiten. Ja, überzeugt mit Argumenten, nicht mit Legal Bullshit. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Es ist einfach Raumzeitlabor. Okay, gut. Ja. Dann, Vorstand ist eine andere Bezeichnung für Poststelle. Das scheint im Backspace ein bisschen anders zu laufen, haben wir gehört. Und hier treffen ja Entscheidungen Interessierte und nicht Gewählte. Man munkelt, da geht das anders ab. Zugangsdatenrechte, Zugang verteilen, sprich jeder kann hier rein und etc. Ich glaube, für den Backspace gibt es 3 Schlüssel und mehr nicht. Das geht eigentlich genauso mit da drauf. Dinge können nur passieren, wenn Leute da sind. Und dann waren wir schon bei Teil 2, Kommunikation und Wirkung. Ja, coole Dinge werden gemeinsam noch cooler, kälter und der Backspace hat, glaube ich, 7 Mailinglisten, 8, 9, 10, 11, 12. Wir haben eine, da haben wir gedacht, hey, wenn man alles miteinander teilt, da haben wir doch viel mehr von. Und genau, es gibt ein Wiki, gibt es bei denen eigentlich auch und sie haben sich liebevoll alles von uns geklaut, nicht alles, aber wenn man mal so auf das Backspace-Wiki guckt, und sich an unseres erinnert, wird man einige Ähnlichkeiten feststellen. Was aber über Twitter auch offen kommuniziert wurde. Wir mussten trotzdem nochmal zeigen, dass wir es waren. Für den armen Kellerbernd, an den will auch gedacht sein. Und da geben wir ja auch, versuchen unser Bestes zu geben. Und nun zur Kultur. Bei uns ist alles offen, es gibt kein Gäste-WLAN, es gibt kein verstecktes Wiki, nur die Kontopinnen haben, glaube ich, nicht allzu viele hier, was auch nicht schlecht ist. Und ja, das ist, denken wir halt, haben wir uns gedacht, ist eigentlich ganz wichtig und ganz toll für so einen Hackerspace und wollten das eigentlich auch so ein bisschen rüberbringen. Es gibt es ja hier so im Lokalkampf schon mal immer mal wieder die Diskussion. Das war mehr so eine Idee. Ich finde, das können wir eigentlich echt mal durchsetzen, die man müsste mal, Kasse. Ich befürchte, dann werde ich arm.
Ich glaube nicht nur du, da werden einige von uns arm. Dann müsste man so eine Kasse einrichten. Das wären dann die ersten 2 Euro, ja. Nein, es wird nicht billiger, Sven. Es gibt auch keinen Mengenrabatt. Ja, weiter. Wenn man es sagt und dann tut, kriegt man den 2 Euro zurück. Nein, ich will dieses Ding nicht mehr. Genau, danke sagen, das klappt bei uns ja eigentlich auch ganz gut, wenn Leute irgendwas tun, sei es die Spülmaschine ausräumen, irgendein tolles Projekt machen, irgendwie was Gott auch immer, dann bedankt man sich auch mal bei ihnen. Und ich glaube, das hilft allen und motiviert zu Wiederholungstaten. Ja, vielleicht auch so ein bisschen Überlegung an die Dinge dran gehen, die man hier macht. Sollte ich jetzt irgendwie in der Kiste von irgendwem einfach so rumwühlen oder nicht? Immanuel Kant. Der kategorische Imperativ von Kant. Sinngemäß, was du nicht willst, was man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Vielen Dank. Frei nach Blabbe. Und das war's eigentlich auch Nein, schon. Nein, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Achso, ja, zumindest mit unseren guten. Dann Tipps. War Unicorn mitgetrollt. Der hat dann nämlich auch gemeint. Aber damit ist jetzt auch schon vorbei. Drückt weiter und es genau, geht weiter. Genau, und dann, da war ja noch was. Und wir haben halt gesagt: Hey, was wir euch erzählen, wir wollen euch ein bisschen trollen. Lasst euch von uns nichts erzählen. Es ist nur, wie wir es machen. Und wenn ich so in den Raum gucke, denke ich, ist es ganz erfolgreich. Also. Macht Dinge, zum Beispiel, und dann haben wir ein wenig ausgepackt und ein wenig übertrieben, zum Beispiel wir lasern unheimlich viel, habe ich gehört. Ja, die Bilder kennt ihr vermutlich zu großen Teilen. Hey, wir haben einen Laser, wer es noch nicht weiß, der steht hinten in der Ecke. Und damit kann man tolle Dinge tun, sei es Kindles oder Gedenkplatten oder Gehäuse für komische Teile, die komische Leute bauen. Oder wie man sieht, haben wir auch völlig bedenkenlos Persönlichkeitsrechte von Mitgliedern verletzt. Wir sind da schmerzfrei. Wir sticken, das wussten sie an dem Punkt dann mittlerweile auch, weil, ja, ich glaube, damals hatten wir schon den halben Raum bestickt ja. Bei unserem Vortrag. Und da wären wir wieder bei den Persönlichkeitsrechten. Top aktuell? Natürlich. Wir löten und ätzen und machen ganz viel anderen Elektronikkram. Zum Beispiel bauen wir LED-Panels und Bausätze und ätzen Platinen und komischen RFID-Fu und Moodlamps und LED-Cubes und mega die offenen Events. Nicht nur Alien-Dienstage, sondern auch Alien-Mittwoche und Donnerstage, wo ganz viel Tolles passiert. Mario Kart Turniere. Und wir sind so offen, wir posten das Ganze auch noch bei YouTube und bei Vimeo und auf Soup und jetzt demnächst auch auf Tumblr und wir essen auch viel, habe ich gehört. Also kochen und essen eigentlich noch mehr. So, Burger Madness, Mediterranean Madness, Pizza Madness. Cookie Madness und so noch viel mehr Madness. Mate. Hin und wieder grillen wir auch mal. Haben wir natürlich die besten Bilder rausgesucht, die wir finden konnten. Wieder schamlos Persönlichkeitsrechte verletzt. Ah. Ja, wir haben die Tesla-Spule vorher gefragt, ob sie aufs Bild macht. Sie war einverstanden. Sie hat gesagt, wir haben das als Ja interpretiert. Ich habe auch meinen Grill gefragt, der hatte auch nichts dagegen. Ja, Serious Business, ganz viel davon. Und so weiter. Und wir machen komische Hacks, wie spielen mit offenen Festplatten rum, was man tun sollte. Betreiben Akkubohrschrauber genau, wie man sie betreiben sollte. Ja, machen schamloses PR-Hacking und landen auf irgendwelchen Wikipedia-Seiten. In merkwürdigen Sprachen. Das ist die arabische Seite über Hackerspaces, wo wir zufälligerweise als Bild drauf sind. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf der englischen und auf der deutschen. Ich munkel, man munkelt ja, dass irgendein Österreicher da was dran getan hat. Oh mein Gott. Neu-Österreicher. So ein Import-Österreicher. Ja. Exil-Deutscher.
Ja, ob der so der Schlager ist, weiß Export-Troll. Man nicht. Immerhin, er ist der erste Absolvent der Abrock School of Destruction gewesen. Das muss man ihm lassen. Und dann sind wir auch schon fertig. Tja. Also letztendlich kann man bloß sagen, wir müssen mehr in andere Hackerspaces fahren. Definitiv. Ja. Mehr Außenstellen. Ja. Solange ihr noch reinkommt. Und übrigens, es ist Post aus dem Backspace auch gekommen. Die hängt da an der Säule. Wenn ihr rausgeht, könnt ihr ja mal einen Blick drauf werfen. Ja. Ansonsten. Letzte Worte. Auf die nächste Hackerspace-Tour. Auf die nächste Hackerspace-Tour.